Der Sonnentau, der lockt mit seinen glitzernden Tentakeln zahlreiche Insekten an und zwei Arten kommen auch hier auf Phu Quoc Island in Vietnam vor und die will ich euch heute mal zeigen. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und bin gerade immer noch in Vietnam unterwegs und es werden auch noch viele spannende Videos kommen. Deswegen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann unbedingt jetzt abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, damit du immer über die neuesten Videos informiert wirst. Und ich bin hier, wie gesagt, auf Phu Quoc Island unterwegs gerade. Hier gibt es zahlreiche Karnivoren und hier bin ich jetzt in so einem kleinen Sumpfgebiet und hier gibt es so viele Sachen zu entdecken und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal die Kamera, gehe hier ein bisschen rum und zeige euch alles im Detail. Da ich hier in Vietnam mit dem Motorrad unterwegs bin, bin ich natürlich super flexibel und kann überall hinfahren und mir alles genau anschauen. Und ich habe jetzt hier diese Straße gefunden, die ist noch relativ neu, führt aber so ein bisschen ins Nirgendwo. Also hier gibt es noch nicht nur wirklich was. Aber das Spannende ist eigentlich, was links und rechts dieser Straße ist. Hier ist nämlich dieses Sumpfgebiet. Und ihr seht es auch hier schon, hier fließt so ein kleiner Bach. Das ist allerdings kein natürlicher Bach, das ist vielmehr ein Entwässerungsgraben. Das kann man hier auch nochmal sehr schön erkennen. Also da war der Bagger am Werk und hat das Ganze hier ausgebuddelt. Und auch hier in diesem ganzen Gebiet sind überall solche kleinen Entwässerungskanäle, die dieses Gebiet hier entwässern sollen und trockenlegen sollen, weil hier entsteht nämlich ein Neubaugebiet. Und da hinten, wo jetzt im Hintergrund diese Strommasten zu sehen sind, da läuft auch schon die Hauptstraße entlang. Deswegen kann es zwischendrin auch mal ein bisschen lauter werden, wenn da mal ein LKW oder ein Moped vorbeirauscht. Der Verkehr in Vietnam ist ja ziemlich wild und da wird auch ziemlich viel gehupt, deswegen nicht erschrecken. Und wir wollen uns jetzt aber mal anschauen, was hier in diesem Gebiet so alles wächst, weil ich bin hier gerade schon ein bisschen durchgeschlapft und habe ein paar interessante Karnivoren entdeckt. Es kommen hier zwei Drosera-Arten vor, das ist Drosera indica und Drosera bormannii. Das sind ja beides einjährige Arten, das heißt, die entstehen jedes Jahr aus Samen, wachsen die eben wieder neu heran. Und da wir ja hier in den Tropen sind, gibt es natürlich hier nur eine Regen- und eine Trockenzeit und keine Jahreszeiten wie bei uns daheim. Und in der Regenzeit, was jetzt gerade ist, da keimen eben die ganzen Samen, die hier runterfallen von den Pflanzen, wachsen jetzt zu stattlichen Pflanzen heran in den nächsten Monaten, blühen dann und samen sich wieder neu aus. Und in der Trockenzeit, wenn es hier eben sehr trocken ist, dann keimen hier auch keine Samen, da wächst auch nicht viel. Das liegt alles so ein bisschen brach und dann wenige Monate später, wenn die Regenzeit los sind, dann beginnt alles zu keimen. Und vielleicht fangen wir hier unten mal an, in dieser Graslandschaft, weil direkt hier stechen diese lilanen Blüten heraus und hier haben wir nämlich einen Wasserschlauch. Da ich mit den Wasserschläuchen nicht so vertraut bin, habe ich keine Ahnung, was für eine Art es ist. Aber der wächst hier wirklich überall in dem gesamten Gebiet. Ich versuche hier mal ein bisschen was auszubuddeln, weil man kann hier auch kein einziges Blatt erkennen, sondern man sieht immer nur die Blüten, die hier rauskommen. Und wenn ich jetzt mal hier den Boden ein bisschen genauer betrachte, also es ist wirklich, dieses ganze Gebiet ist einfach nur Sandboden und es ist fast 100% Sand. Es ist so ein ganz bisschen humose Schicht dabei. Das bringt hier auch diese dunkle Farbe rein. Aber sonst ist wirklich fast alles nur Sand. Also ein ganz, ganz nährstoffarmer Boden. Und in diesem Boden, da können natürlich nicht viele Pflanzen wachsen. Deswegen seht ihr ja hier, es sind auch nur so Gräser und so Carex-Gewächse, kleine Sträucher, die hier wachsen. Und das ist die ganze Vegetation hier. Also sehr karge Böden. Und das ist natürlich genau das Richtige für Karnivoren. Und hier einfach nur ein paar Zentimeter weiter links von diesem Wasserschlauch, hier haben wir schon die ersten Drosera indica. Das sehen wir jetzt hier. Die sind natürlich noch sehr klein, weil die sind wahrscheinlich erst vor wenigen Wochen gekeimt. Hier ist noch ein größeres Exemplar. Das ist schon ein bisschen höher. Sehr schön. Drosera indica, ja, die wachsen halt so in die Höhe, können so ein Stamm, so ich denke mal so 20, 25 cm hoch werden und im Durchmesser erreichen die sicherlich auch so knappe 20 cm. Die machen halt diese langgezogenen Blätter. Jetzt hebt hier gerade Flieger ab, deswegen ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Das ist halt immer, wenn man so Freiland filmt, da hat man viele Störfaktoren. Sonst gehen wir hier einfach mal ein bisschen weiter, weil die Sonnentau, die wachsen hier eh überall. So, hier haben wir
Auch schon als nächstes Droserer Burmanni. Also auch ein einjähriger Sonnentau, der diese sogenannten Schnelltentakeln macht. Das heißt, es sind diese langen Tentakeln hier am Ende von dem Blatt und die können sich blitzartig nach oben biegen, wenn hier versucht ein Insekt zu fliehen. Ja, jetzt haben sie sich sogar schon umgebogen. Dann drücken diese Schnelltentakel dieses Insekt nochmal auf das Blatt drauf. Ist auch noch ein bisschen klein, also kann, der hat jetzt so ungefähr ein bisschen mehr als 1 Zentimeter im Durchmesser, kann durchaus noch aufs Dreifache heranwachsen und wird dann auch blühen und die Samen hier wieder aussehen. Wie gesagt, die zwei Sonnentauarten hier, die sind einjährig und müssen sich jedes Jahr wieder neu aussehen. Hier drüben keimen auch, das sind auch schon wieder ein paar Drosera indica gekeimt. Und wenn man genau hinguckt, findet man hier überall auf dem Boden kleine Sämlinge vom Sonnentau. Und überall wächst natürlich auch der Wasserschlauch zwischendurch. Hier habe ich jetzt noch mal ein richtig stattliches Exemplar gefunden. Das ist wohl einer der ersten, der hier gekeimt ist. Wenn ich den einfach mal ein bisschen anhebe, dann sieht man auch schon, der ist schon weit über 10 cm in die Länge gewachsen, ist dann zu schwer geworden und umgekippt. Das kann auch natürlich mit dem Regen zusammenhängen, weil hier regnet es gerade jeden Tag. Und wenn dann der Regen sich eben an den Blättern anhaftet, drückt es natürlich die ganze Pflanze durch das Gewicht nach unten. Und nebendran wachsen zwei kleinere Pflanzen. Also echt schön, das Ganze hier so mal in Natur zu sehen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Drosera indica gar nicht in Kultur bei mir, weil mich die Pflanze noch gar nicht so gereizt hat. Aber wenn ich die jetzt hier so mal sehe, muss ich sagen, ist doch echt eine ganz schöne Pflanze. Vor allem, wenn sie dann auch ein bisschen größer wird. Und das hier ist eben dieser natürliche Untergrund hier. Wie gesagt, das ist fast alles ausschließlich Sand und nur ganz, ganz wenig Humusschicht zwischendrin. Hier drüben seht ihr jetzt noch so ein bisschen Wasser, das hier im Entwässerungsgraben drin steht. Und daneben ist so ein bisschen so eine ganz feuchte Stelle, wo man jetzt auch mal von dem Wasserschlauch so ein paar Blätter sehen kann. Und zwar sind es diese grünen Streifen, sage ich mal, die hier rumliegen. Das sind also die Blätter von dem Wasserschlauch. Allerdings ist das jetzt eine andere Art als dieser lila blühende. Das ist jetzt nämlich was Gelbblühendes. Da ist jetzt leider keine offene Blüte dran. Aber man erkennt schon, dass es so ein bisschen ins Gelbliche geht. Ich habe diese Art tatsächlich auch schon öfters hier gefunden in Asien, weiß aber hier leider auch nicht, welche es ist. Und daneben wächst auch wieder dieser lila blühende Wasserschlauch. Also falls einer weiß, was es ist, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das sind leider so winzige filigrane Blüten. Ich kriege die leider nicht so scharf hin. Dazu weht hier auch noch der Wind. Das auch noch mal umständlich macht bei den Blüten hier. Wer mir bei Instagram folgt, der hat ja dort auch schon die ganzen Fotos gesehen, die ich da direkt während der Reise schon gepostet habe. Also da seht ihr auch noch mal die ganzen Pflanzen ein bisschen im Detail dokumentiert. Schade, dass dieses Sumpfgebiet hier über kurz oder lang verschwinden wird, weil spätestens, wenn hier alles trockengelegt ist und die Bagger anrollen, wird es auch hier keine Karnivoren mehr geben. Deswegen ist der Artenschutz auch ganz, ganz wichtig und dass man die Pflanzen auch in Kultur erhält. Und ich hoffe, ich konnte euch hier mal ein paar Eindrücke zeigen von so einem Standort, wie das hier aussieht. Und ihr seht, wir haben hier auf kleinstem Raum 4 Karnivorenarten gefunden. Richtig geile Sache. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und schreibt mir doch gerne mal rein, ob ihr Drosera indica kultiviert. Und ich freue mich dann aufs nächste Video. Bis dahin, euer Matze!